Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich war eben gerade bei Action und habe mich sofort mit der Tüte hier hingesetzt, um euch meine Schätze zu zeigen. Ich war mit meiner kleinen Tochter da und das hat richtig viel Spaß gemacht und wir hatten einen richtig schönen Nachmittag. Ich war nämlich jetzt, glaube ich, schon etwas länger wieder nicht da und dann ist es ja immer besonders spannend. Das Erste, was ich euch zeigen muss, ist das hier. Das haben wir nämlich schon im Auto vernichtet. Fanta und Mango in der Tüte. Und ich habe gerade mal geguckt, da ist kein Zucker dabei. Nur Konservierungsstoff, aber ich nehme an, das ist Zitrone. Hat geschmeckt. Ich habe extra ein Foto gemacht. Ja, ich zeige euch mal die Dinger. Die schmecken wirklich wie Mangos. Und sind so eine, ich kann euch die mal zeigen, esse ich die auch gleich, lege ich sie mich an die Seite. Das ist so ein längliches Ding und das ist wie so ein Weingummi, finde ich. Also es ist nicht so kross wie Chips, auch nicht so weich wie Weingummi, aber so, ja, so wie so ein getrocknete Früchte. Also ganz lecker, anstatt zu naschen, mal sowas fand ich richtig toll. War auch, glaube ich, gar nicht günstig. Genau. War auch, glaube ich, gar nicht teuer. Ich glaube, 1 € oder so, sagte meine Tochter. Muss ich im Nachhinein reinschreiben, weil ich die Preise nicht im Kopf habe. So, dann nehme ich mal hier von oben aus der Tüte. Dann habe ich mir mal wieder so eine Schüssel gekauft. Ja, Preis muss ich reinblenden, habe ich nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall sind das 3 Stück. Ich finde die Farbe ganz witzig, ist immer günstig. Und so eine Schüssel brauche ich alle Nase lang. Alle Nase lang. Ich habe euch auch ein bisschen was abgefilmt und ich habe auch ein paar Fotos. Nur damit ihr das wisst, was es da gerade jetzt so Schönes gibt. Dann nehme ich nochmal von oben. Das hier habe ich mir auch mitgenommen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Das sind 3 Kisten mit 3 Deckeln. Und zwar habe ich oft Kosmetik, zeige ich euch mal. Wenn ich zum Beispiel vorhabe, ein Reveal de Loop Video zu machen, habe ich mir manchmal schon meine Kosmetik vorsortiert. Und ich fand das jetzt in so einem Behälter einfach praktischer als in so einem Glas. Und deswegen, manchmal muss man ja auch so ein bisschen Platz sparen, je mehr man hat. Und hier kann ich dann pro Firma ein Schminki reinlegen. Also jetzt beispielsweise NYX, da habe ich nicht ganz so viel. Da sind die Paletten auch nicht so groß. Und dann kann ich mir das hier so ein bisschen sortieren. Ach, eigentlich könnte man da alles Mögliche. Da könnte man auch seine Beauty Mates Booster gut drinne sortieren. Ja, oder Wattepads oder diese Tücher oder so. Ich fand das praktisch. Ich habe erstmal nur 3 mitgenommen. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal nochmal 3 mit. Man weiß es nicht. Also ich finde es jedenfalls super praktisch. Die habe ich noch was mitgenommen. Da weiß ich den Preis noch 2,99. Fand ich sehr praktisch, so eine Spielesammlung. Wir haben unsere Tatsache entsorgt, weil die war jetzt so alt, dass sie nicht mehr schön war. Das flog schon alles auseinander und sah nicht mehr schön aus. Da fehlte die Hälfte. Und das haben wir uns jetzt mal nachgekauft. Wir gucken uns das nachher gleich mal an und spielen dann vielleicht eine Runde Knüffel. Lange nicht gespielt. Ja, mache ich ganz gerne mit meinen Kindern ab und zu mal. Ich möchte immer gerne, dass das noch so ein bisschen erhalten bleibt, dass nicht jeder nur seine Wege geht, sondern dass man auch sowas noch mal macht mit der Familie, dass man einfach noch mal so ein bisschen, was weiß ich, Mensch, ärgere dich nicht spielt oder so. So ein bisschen Chips rausholen, Naschi-Knabbereien und sich dann einfach mal eine Stunde hinsetzen und dann mit den Kindern mal spielen. Ich finde das immer schön und wir haben ja auch gerade Ferien. Einiges doppelt, weil wir der Schwester natürlich was mitgebracht haben. Und ich bin immer so ein Typ, ich kaufe meistens immer gleich zweimal. Das sind einmal so wirklich, wirklich günstige Brillen, einfach so zum Lesen. Für meinen Mann habe ich die mitgebracht. Es ist halt so, dass die öfter mal verschwinden. Und hier ist es gleich mit so einem Etui dabei. Etui, Etui. Und es ist einfach, ist nichts Besonderes, ist einfach nur eine Brille zum Lesen, das für irgendeinen Platz hier zu Hause oder fürs Auto oder so, dass man die mal ganz schnell parat hat. Dann hat meine, wie gesagt, ich war mit der Kleinsten unterwegs und hat sie sich sowas mitgenommen. Und natürlich nehmen wir dann der Schwester auch gleich welche mit, falls ihr das noch nicht wisst. Ich habe 2 Mädchen zu Hause und ich habe natürlich auch einen Jungen und ich habe auch noch einen Jungen. Einer ist schon ausgezogen, einer wohnt hier noch, der ist ungefähr 15 und ich habe noch 2 etwas kleinere Mädchen, 13 und 11 Jahre alt und die machen sowas gerne mal so zwischendurch. Dann schminken sie sich, dann machen sie sich hübsch und damit gehen sie natürlich nicht raus. Das ist so für zu Hause. Lashes are girls' best friend. Na denn.
Ja, und dann haben sie sich auch, also die Kleine hat ausgesucht für die Große mit so eine Augenpads. Mal gucken, das sind jedenfalls mehrere drin und dann kann man sich damit so ein bisschen erstmal die Augen ein bisschen pflegen und danach dann die Wimpern. Die Kleinste durfte sich was zu naschen aussuchen und das habe ich meiner etwas größeren Tochter dann ausgesucht, weil ich fand das so süß. Ich habe das gesehen und manchmal hat man das, dass man was in der Hand hat, sieht das und weiß sofort, das ist für den und den. Und ich weiß, darüber freut sie sich ganz doll. Das fand ich einfach so niedlich, das musste ich ihr mitbringen. Sie schminkt sich auch gerne mal oder pflegt sich so die Haut und macht sich eine Gesichtsmaske und so. Und ich weiß, dass sie Make-up-Schwämmchen liebt und das wird sie auch lieben. Und ja, damit mache ich ihr gleich eine Freude. Sie wartet schon auf die Tüte. Ich habe gesagt, erstmal muss Mutti das Video drehen und dann dürft ihr die Sachen sehen. Die Große, die weiß das nämlich nicht, die war ja nicht mit. Trockenshampoo, da werde ich euch mal berichten, wie die so sind. Ich bin sehr gespannt auf den Geruch und ob die gut sind. Das werde ich mal testen und euch dann berichten. Eigentlich können wir ja gleich schnuppern, ne? Ich probiere mal das Rote. Will nur mal sehen, den Geruch. Fruchtig, süßlich, angenehm. Gar nicht so schlecht für Action. Doch, kann man, doch, ist okay. Also jetzt so erster Eindruck wäre okay. Das war noch ein bisschen süßlicher. Es riecht schon sehr süßlich. Nicht richtig Kaugummi, sondern Kaugummi wäre negativ, es ist positiv gemeint. Es riecht so süßlich nach irgendwie was Naschen oder so. Also nicht unangenehm, aber auch nicht blumig oder so, wenn ihr das erwartet. Es ist mehr so süßlich. Dann hatte ich irgendwie heute so einen Schüsseltag. Ich habe mir nochmal drei so eine Silberschüsseln mitgenommen, aus Edelstahl. Ich finde das immer super praktisch. Ich mache da alles Mögliche mit und ich habe drei Stück mir bei IKEA mal gekauft, aber in verschiedenen Größen und ich benutze die ständig und deswegen, als ich die drei da gesehen habe im Regal, das waren auch irgendwie so die einzigsten, die ich da gesehen habe, habe ich mir die sofort geschnappt, weil die auch so eine tolle, ich sag mal, Chipsgröße haben oder dass man da mal so einen Gurkensalat reinmachen kann oder ja, also fand ich super praktisch, habe ich mir auch mitgenommen und dann habe ich auch noch die Schüsseln mitgenommen, so ein Schüsseleinkauf. Action XXL Schüsseleinkauf. Ja, die sind aus so einem etwas härteren Plastik und da sagte meine Kleine auch, da können wir ganz toll drin Cornflakes essen, Mama. Super günstig, den Preis. Der Preis ist mega günstig. Ach, jetzt habe ich was im Auto vergessen. Das habe ich extra an die Seite gepackt, in das Netz, damit sie nicht kaputt gehen. Zeige ich euch gleich mal ein Foto von. Ich habe mir auch noch drei oder vier Glasschüsseln mitgenommen. Da gab es mehrere Sachen. Da gab es auch tolle Gläser. Was zum Abfüllen, wo man dann so einen Hebel hochmacht und dann kommt da was raus, dass man da vielleicht so Bowle oder Fruchtsaft oder so drin hat. Und Teller gab es davon. Ja, und diese Schüsseln und Gläser und das habe ich euch abfotografiert, könnt ihr euch anschauen und davon habe ich mir auch noch mal welche mitgenommen. Einfach für einen Tisch, wenn Besuch da ist, kann man mal schnell Nüsse oder Naschis oder so reinschmeißen. Dann habe ich einmal Wassermelone mitgenommen, wollte ich eigentlich trinken, habe ich dann vergessen. Stelle ich mir jetzt in den Kühlschrank, das soll unheimlich lecker sein. Das ist der Durstlöscher mit Wassermelonengeschmack und das wollte ich testen, werde ich euch berichten. Dann hat sich meine Kleine auch wieder was mitgenommen. Das wollte sie mal testen. Meine Kinder gucken ja gerne mal TikTok-Videos und haben gehört, das soll so lecker sein. Und deswegen wollte sie das mal testen. Das ist einmal eine Schokolade und das sind hier, glaube ich, ja, für die Lippen. Labello mit Naschi-Geschmack. Lustig. Lustig, lustig. Dann hat sie sich auch das hier mitgenommen. Sie wollte sich erst Ohrringe mitnehmen. Da habe ich gesagt, sei vorsichtig mit Ohrringen von Action, weil das ist jetzt nicht, dass du nachher eine Ohrentzündung bekommst oder so, sei vorsichtig. Und deswegen hat sie sich das dann mitgenommen. Das sind, glaube ich, Armbänder oder sind das Fußbänder? Nein, Armbänder steht drauf. Ganz süß. Ja, heute war ich nett. Heute durfte sie sich was aussuchen. Dann haben wir noch mal so Nudeln mitgenommen. Das ist mal so für den Schnupperversuch.
schnellen Hunger, das kostete so, das sind so chinesische Nudeln, da gießt man einfach nur Wasser zu und dann hat man so ein bisschen, ja, so chinesische Nudeln mit einem Geschmack und das ist einfach mal so für den schnellen Hunger. Oft ist es so, dass die Kinder abends noch Hunger haben und dann muss es mal schnell gehen oder ja, so zwischendurch. Einfach so ein Snack. Esse ich auch manchmal ganz gerne. So, und dann nochmal zweimal Naschen mitgenommen. Große Tüten, wenn Besuch kommt. Naschi, schön was Saures. Und dann einmal das hier. Ist halt nichts Besonderes, aber wollte ich euch halt auch zeigen, weil das ja mit zu dem Einkauf dazugehört. Und jetzt kommt das Wichtigste. Habt ihr den letzten Action Haul gesehen? Habt ihr das leere Foto gesehen? Ich bin extra zu Action gefahren, um das blaue Wunder zu kaufen. Und was war los? Natürlich nicht das blaue Wunder gefunden, aber heute. Und ich habe es viermal hier stehen. Ja, ich kenne das ja nicht. Also hier steht ein Allzweckreiniger. Steht da, Gott sei Dank, auf Deutsch auch noch drauf. Blaues Wunder, Allzweckreiniger. Ich hatte ja auch Angst, dass das eventuell nicht so gut ist für die Umwelt. Und dann schrieb mir eine Followerin, nein, da brauchst du keine Angst haben, kannst du benutzen. Ist gut für die Umwelt, ist total umweltfreundlich und so weiter. War ich sehr, sehr erleichtert, weil ich davon nur Gutes gehört habe. Und jeder schwärmt davon. Und das soll ja das beste Putzmittel überhaupt sein. Und ich putze ja fast nur mit Essig und Zitrone oder Spüli. Spüli nämlich auch, aber dann immer von Frosch. Und deswegen möchte ich das gerne mal haben. Also ich bin da wie mit Schmink. Ich brauche ab und zu mal Abwechslung, damit es wieder Spaß macht. Kennt ihr das auch, wenn ihr keine Lust habt zum Putzen? Wenn ich keine Lust habe zum Putzen, dann kaufe ich mir immer was zum Putzen. Dann kaufe ich mir neue Lappen, neue Putzmittel. Ja. Jetzt habe ich wieder Lust zu putzen. Hat keinen Spaß mehr gemacht, nur mit Essig und Zitrone. Ja, das ist dann ein Allzweckreiniger für den Fußboden. Davor hatte ich ja auch einen Allzweckreiniger. Und das ist jetzt hier ein super Fettlöser. Und was habe ich noch? Ein Kalkreiniger. Na, das werde ich dann doch jetzt mal ausprobieren, durchprobieren und werde schauen, wie die Sachen so sind und werde sie euch berichten. Ja, das war mein XXL Action Haul. Jetzt zeige ich euch noch so ein bisschen Fotos und was ich so abgefilmt habe. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen, gemütlichen, schönen Tag. Ganz viel Sonne in eurem Herzen. Lasst euch bloß nicht ärgern von den doofen Menschen. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Und danke, dass ihr da wart. Tschüss.